Heaven Players vs. Kirkwood Junior High. Hier haben wir einen Rang A gehabt. Und das heißt, den Rang A müssen wir ausbessern. In der Rang B. Und hier kriegen wir auf jeden Fall noch einen Kampfgeist. Lowell hat auf jeden Fall Leon. Dann müssen wir mal gucken, wem ich den geben kann. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ich glaube, der war Erde, ne? Ich versuche es natürlich auch auf die Elemente zu achten. Aber vielleicht, wenn die Fähigkeit zum Beispiel geiler ist, denke ich mal nicht, dass ich auf die Elemente achten werde. Foul! Fängt das schon mal sehr gut an. So, wir hauen mal direkt eine Meteorklinge rein. Schauen wir mal, ob das eine Wirkung hat gegen Titanenschild. Jo! Mein Gott. Alles klar, dann würde ich mal sagen. Genau, er ist Erde tatsächlich. Aber ich weiß gar nicht, was er drauf hat. Was? So, Windhaken. Was ist denn hier jetzt los, Alter? WTF, ne? Wir haben fast. Wir haben. Hohe Level, oder das juckt die nicht, das juckt die einfach nicht. Da merkt man, dass ein Level hier uninteressant ist. So, jetzt wollen wir mal hier loslegen, würde ich sagen. Und hol mal den Kampfgeist von Sneer raus. So. Komm heraus, Fee des Frostes Chion. Und gucken wir mal, ob der da hinten ankommt, aber ich glaube nicht. So, X-Circle nehmen wir nochmal mit. Zack. Komm schon. Och, come on, lass doch den Ball entfliehen. Das ist meiner. Mein Ball. Give me the ball. Nein, ich kann nicht schießen. Er hat immer noch Titanenschild. So. Ah, verdammte Hacke. Da wurde ich noch erwischt. So, dann gucken wir mal. Gehen wir mal näher ran und Eiszapfen streichen. Let's go. So, Titanenschild. Komm schon, der muss reingehen. Danke. Dankeschön. Wundervoll. 1-0. Ja. Die Go-Leute, die sind natürlich viel stärker als die normalen Kirkwoods. Ich denke mal, die alte Kirkwood wird es bestimmt auch Krieg geben. Also die alte und dann die alte. Also die aus Teil 1 und vielleicht aus der weitergehende Vergangenheit. So, abseits. Nope. Oh, verdammt. Na gut, dann versuchen wir mal drauf zu zimmern. Schön und nochmal Titanenschild. Ja, okay, den hält er. Oder blockt ab oder wie auch immer. Ja. Okay. Dann nehmen wir Nebelschleier. So. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht hier nochmal eine Meteorklinge reinzimmern.
hoffen, dass wir jetzt durchbrechen, weil er kann kein Titanschild mehr nutzen. Und das reicht aus. Hervorragend. Jetzt habe ich doch noch 2:0 geschafft. Gerade eben so. Ich lasse keinen mehr durch. Man muss aber noch 3 machen. Dann bin ich glücklich. So, ich werde gleich mal Apollo rausholen. Was? Ich habe... Was soll der Scheiß denn jetzt? Warum durfte ich jetzt nicht? Ich habe doch gedrückt. Ich habe doch auf... Was zur Hölle? Wieso? Das hasse ich auch in diesem Spiel. Das finde ich in Teil 2 viel besser. Wenn die einrufen, kann ich auch einrufen. Oder so. Das finde ich viel geiler als das hier. Das ist so nervig. So. Sneo. Hoppla, hoppla, hoppla. Was ist das denn hier? Jumbo-Presse. Jumbos Presse. Die Verteidigung braucht definitiv mal Kampfgeist, also mehr. Nein, genau das habe ich geahnt. Birch für Adler. Birch für Adler. Alle Blocker hier rein. Stießen abseits, Kollege. So, starker Puls. Sehr nice. Zack. Und dann Katana Kick. Jo! Komm schon. Der muss doch reingehen. Topspin Haken. Sehr nice. Dann haben wir das 3:0. Sehr schön. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mann, bin ich gut. So, wir holen uns jetzt mal den Ball mit dem allerletzten Kampfgeistpunkt, aber leider nicht. Ich habe ja noch 3 übrig, dann holen wir direkt unseren weißen Springer. Diesmal kein Illusionenball, weil wir frisch sind. Gucken wir mal. Den Ball kriegen wir nicht. Ist aber okay. Vielleicht kriegen wir den Ball. Kriegen wir auch nicht. Ja, das meine ich. Die haben leider keine... keine Techniken. Das muss auf jeden Fall geändert werden. So, dann Lanzenstich. Let's go. Der Topspin-Haken, der nichts bringt. Das ist sehr schön. Tor, Spitze! Spitze, sagt er. Ich lasse keinen durch mehr. Ja, wie gesagt, du musst aber noch einen. Wir werden jetzt gleich mal was machen. Wo wollen wir ihn? Der ist da unten. Ja, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Ich wollte sagen, ne? Wo ist der Ball hin jetzt? So, holen wir eben kurz den Ball. Ektoangler. Und dann werde ich mal mit einem Langschuss, beziehungsweise mit einem Fernschuss, draufzimmern. So. Und das geht nicht, weil er... Das geht nicht, weil er
nur noch zum Abseits, ne? Abseits. Weil er nur noch so wenige hat. Shit. Ne, wir machen was anders. Boah, safe jetzt den Ball. Okay. War knapp. War ein normaler Schuss. Hoffentlich hält er den jetzt nicht. Nein. Es wäre jetzt ärgerlich gewesen. Aber da haben wir das 5-0. Ja, man merkt, selbst die Mannschaften, die sind echt nicht mehr ohne. Und wir sind eigentlich viel... Ja, wir sind gelevelter als die, aber das Level hier hat eigentlich nichts zu sagen von der Kraft her, wie es aussieht. Da merkt man es. Ne? Wir verlieren echt viele Zweikämpfe etc. Vielleicht... Ich überlege, ob ich das jetzt schon umwechsle. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Ich muss mal gucken hier, dass ich mal ein paar Spezialtechniken schon mal... gebe. Das ist aber nett von dir. Das ist aber wirklich nett von dir. Phantomschritt hier. Ja, solche Attacken werde ich wahrscheinlich nicht verlernen. Dafür sind sie zu geil. Bis auf bei einem in den Windhaken. Weil den haben wir ja schon einmal. Das reicht. Sehr schön. Aus Rang A wird Rang S. Dann haben wir noch zwei. Da wo wir noch den S-Rang holen müssen, möchte, können, dann machen wir auf jeden Fall woanders dann weiter. Solange bis ich, warte mal, wir haben Mittwoch, ne? Genau, dann werde ich wahrscheinlich noch höchstwahrscheinlich Freitag nochmal was aufnehmen, paar Spiele und dann, dann holen wir uns die Sachen am Samstag. Auf jeden Fall, ich werde Samstag auf jeden Fall Stream machen. Aber Uhrzeit weiß ich nicht. Da vielleicht gucke ich mal, bin ich mal gespannt, ob ihr was kommentiert habt oder nicht. Mal gucken. Aber ich denke mal, ich werde jetzt mal ein bisschen was hier bearbeiten von den ganzen Techniken her.